liebe Schüler, willkommen zu unserem nächsten Navi-Experiment für den Navi-Adventkalender. Heute beschäftigen wir uns mit Staubexplosionen. Jeder hat schon einmal davon gehört, wenn Mehlfein verteilt ist oder wenn Metallfein verteilt ist, dass es zu einer Staubexplosion kommen kann. Das heißt, dass eine Kettenreaktion dieser kleinen Teilchen passiert, wenn sie brennen beginnen. Das kann ein Funke auslösen, das kann eine elektrisch defekte Leitung auslösen, was auch immer. Wir schauen uns das jetzt praktisch an. Ich habe hier ganz fein verteilt drinnen sogenannte Bärlappsporen. Das sind biologische Sporen, die eben ganz fein verteilt diese Kettenreaktion exemplarisch auslösen können. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob das wirklich funktioniert und ob das wirklich so gefährlich ist. Seht ihr, wie das sich nachzieht, die ganze Feuerwand, weil ein Teilchen das nächste entzündet und das immer so weitergeht. Bis zum Gerät zurück.